meine Let's Plays Tour an. Und heute ist es ganz besonders, denn wir sind heute auf dem Kajak und erkunden heute zwei U-Boot-Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und euch nehmen wir dabei natürlich mit. Also, let's go! So Leute, guck mal hier. Wir sind jetzt schon mitten vor dem ersten Bunker angekommen. Und es ist einfach so heftig. Hier ist einfach so ein riesiges schwarzes Loch mitten in den Felsen reingehauen. Ja, und da fahren wir jetzt auch erstmal schön rein. Hier geht es einfach so tief rein, da hinten ist es richtig schwarz. Also man sieht gar nichts mehr. Wir haben auch schon unsere Kopflampen haben wir schon auf und auch schon an. Ist richtig, richtig gruselig hier. Unser Plan ist jetzt erstmal, dass wir bis zum Ende des Tunnels erstmal ankommen wollen. Und dann wollen wir mal rausgehen und gucken, was uns hier draußen jetzt noch so erwartet. Okay Leute, wir haben jetzt da war eine Treppe gesehen und da werden wir jetzt mal unser Boot anlegen und dann haben wir da jetzt eine gute Stelle, wie wir da jetzt erstmal rauskommen. Wir haben jetzt unser Kajak angelegt, sind hier im Stockfinsteren. Ich habe hier wieder meine zwei Leuchten, die mich anleuchten. Und jetzt erkunden wir mal den U-Boot-Bunker. Wie ihr seht, sind wir jetzt schon wieder im helleren vorderen Bereich des Tunnels angelangt. Und vor uns haben wir jetzs eine Tür entdeckt. Da ist auch Stockfinster drin. Jetzt sind wir jetzt mal sehr gespannt, was wir jetzt da entdecken werden. Okay, also hinter der Tür hat sich jetzt so ein Tunnel entpuppt und ich glaube, da hinten geht es auch raus, weil ich sehe hinten ein ganz kleines bisschen Licht. Schauen wir mal, ob das dann wirklich so ist. Wir haben jetzt das Ende erreicht und Alida hatte tatsächlich recht. Wir kommen jetzt hier wirklich nach draußen. Also das scheint vielleicht eine Art Notausgang zu sein oder auch genereller Eingang vielleicht. Und von außen ist es wirklich kaum zu erkennen. Das ist komplett in diesem Busch hier drin. Ne? Also da waren die echt top geschützt. So, wir sind da jetzt draußen und haben jetzt hier einen richtig krassen Blick auf den Bunker. Das ist so heftig, wie das hier von außen aussieht. Das ist einfach so riesig. Die haben das ja bis zu 100 Meter tief in den Felsen hier reingebohrt. Und das ist 7 Meter breit. Das soll bis zu 10 Meter tief sein. Also richtig heftig, was die hier einfach konstruiert haben. Schaut mal hier unten, da sind auch LKW-Reifen und ich habe gelesen, dass die da hingelegt haben, um die U-Boote abzufedern. Richtig krass. Eigentlich wäre es auch richtig cool, wenn einer von uns mal runtertauchen würde. Soll ich oder soll ich nicht? Ja, ich will es nicht machen. Das überlegen wir uns nochmal. Jetzt von außen betrachtet sieht man auch nochmal viel mehr, in was für ein schwarzes Loch man da eigentlich reingeht. Also das geht ja, Jason hat es ja gesagt, 100 Meter tief rein. Also richtig krass und man sieht ja wirklich das Ende nicht. Schon ein bisschen gruselig. Wir bewegen uns jetzt nochmal in das schwarze Loch hinein, weil ich glaube, auf der anderen Seite da könnte man diese, was auch immer, Metalldinger bewegen. Aber dazu muss man halt einmal nach hinten laufen, dann rumlaufen und dann ist man erst auf dieser Seite. Und da gehen wir jetzt mal hin. Jetzt seht auch noch mal ein bisschen, wie riesig diese ganze Geschichte jetzt in Relation zu Alida. Also das ist echt richtig krass, wie hoch und tief sie das hier reingebohrt haben. Wir sind da jetzt hier auf der anderen Seite angekommen und wir haben jetzt hier so einen Motor, der diese Dinger hier oben, die hat man ja vorhin schon überall gesehen, das sind so eine Gitternetze, wo Steine drinnen liegen. Und das haben die extra so gemacht, dass man ist halt hier durch diesen Motor wird es dann halt zugezogen, dann ist halt hier alles zu. Die Steine verdecken den kompletten Bunker und so sind die U-Boote hier damals gut vor Spionageflugzeuge und halt dem anderen Militär geschützt worden. Guck mal Leute, wir dachten ja die ganze Zeit, das sind Steine, aber das ist nur Styropor. Wahrscheinlich, weil das sonst zu schwer für die Gitter gewesen wäre, aber das sieht so täuschend echt aus. Ja, weil die haben das auch so dunkel angemalt. Ja. Also man denkt halt wirklich, das sind Steine. Selbst jetzt hier unten, hier, ja. Das sieht halt aus wie so eine etwas Felsen. Ja, aber es ist halt einfach Styropor. Schlau gemacht, die Guten. So
So wie ihr seht, wir sind wieder im etwas dunkleren Bereich. Aber eigentlich sind wir am Ende des Tunnels, wo es eigentlich stockfinster war vorhin. Ja. Wir haben jetzt nur noch mal an den Kameraeinstellungen so ein bisschen was umhergedreht, dass wir halt ein bisschen mehr sehen. Aber das ist immer so schwierig, das hier einzustellen in der Dunkelheit. Weil ja, weil es halt jetzt auch übelst rauschen wird. Also die Qualität wird gerade nicht so gut sein. Aber wir fahren jetzt auch zum nächsten Bunker und mal gucken, was uns da so erwartet. Wir sind jetzt ganz fleißig bis zum nächsten Bunker gepaddelt. Wir haben jetzt hier gesehen, das ist auch ein bisschen komisch. Ja. Also da ist ein Boot drin. Ne? Ja. Keine Ahnung, was das ist. Also es wirkt jetzt nicht so, als wenn da Leute wären. Weil nee, es sieht schon sehr alt aus. Weil keine Sturm da sind. Jetzt kommt voll die Sonne durch. Aber wir fahren jetzt mal in den Bunker und dann sehe ich auch wieder was. Okay, dieses Boot hier ist anscheinend wirklich einfach zurückgelassen worden. Richtig gruselig. Das ist auch schon oben alles kaputt. Also man sieht schon das Dach da oben. Da ist alles morsch und hier unten ist auch schon ganz viel Rost. Und krass, wir werden jetzt mal wieder bis zum Ende fahren. Es ist wirklich ja viel heller als in dem anderen. Ja. Und steigen dann auf jeden Fall mal wieder aus und gucken uns dann mal das Boot an. Wir sind an Land, Leute. Yes. Und wir müssen ja nochmal sagen zu dem Video. Also, wir haben das echt versucht, hier schon, keine Ahnung, wie oft aufzunehmen. Wir haben das einmal sogar komplett aufgenommen und dann war irgendwas mit den Kameraeinstellungen falsch. Ja, also es ist hier, bei dem Video ist sehr viel schief gegangen. Ja. Wir haben aber trotzdem nichts unversucht gelassen, um euch hier ein Video zu präsentieren. Und wenn ihr es ja jetzt online seht, dann hat es ja wirklich funktioniert. Wir konnten das Video hochladen und diesen ganzen Krampf haben wir auch auf Instagram begleitet. Also die ganze Instagram-Community weiß Bescheid, was es hier für ein Struggle war, dieses Video zu drehen. Also falls ihr mehr Insights von uns sehen wollt, folgt uns gerne auf Instagram. Und wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da. Genau. Mitleid-like, weil wir uns hier so abmühen, dieses Video zu drehen. Aber jetzt wollen wir uns erstmal den Bunker ja ganz genau anschauen und auch das Boot, was wir vorhin gesehen haben. Ja, das finde ich am spannendsten, weil das liegt einfach verlassen hier im Bunker. Also was ist damit passiert? So, wir befinden uns jetzt hier direkt vor dem Boot. Und es ist auch noch relativ viel hier drin zu sehen. Also da liegt noch eine Rettungsdecke. Hier hinten ist auch die Fahrerkabine, noch alles da. Da werde ich jetzt mal reingehen und mal gucken, was wir so da finden. So, also hier haben wir auf jeden Fall erstmal den Motor von dem Boot. So, hier scheint es etwas runter zu gehen. Steht hier alles voller Wasser. Also hier muss schon irgendwo entweder ein großes oder ein kleines Leck sein, weil ja auch hier drunter ist alles voller Wasser in dem Boot. Also rein vom Aufbau her würde ich sagen, das ist so eine Art Touristenboot auf jeden Fall gewesen, weil hier werden die wahrscheinlich alle gesessen haben, sich irgendwas angeguckt haben. Hier hat man auch so eine Art Tresenbereich. Hier ist auch so eine kleine Minibar. Also das wird safe ein Touristenboot gewesen sein. Aber warum ist das jetzt hier? Ja krass, jetzt bin ich hier in der Fahrerkabine und hier liegt noch so viel Zeug da. Also hier sind auch diese ganzen Armaturen von früher, hier ist auch noch so ein wahrscheinlich Radio oder auch alles meine Knöpfe hier noch und hier ganz besonders sogar noch dieses Lenkrad oder Ruder. Crazy. So, das war ja schon mal recht cool da jetzt in dem Boot und da würde es sich ja richtig schön anbieten, eigentlich
auch ins Wasser zu gehen und das mal von unten zu sehen. Ja, wir haben es ja schon angeteasert am Anfang des Videos. Das wird passieren. Ja, du wirst dann schnurrschön gehen. Das wird passieren, Leute. Ja, ansonsten auch zu dem Bunker hier. Er ist sehr gleich aufgebaut wie der erste Bunker, nur halt ein bisschen kleiner. Hier ist jetzt zum Beispiel auch wieder diese Maschine, wo man diese Gitter da holen kann. Und auch ansonsten ist da hinten wieder eine Tür, wo es nach draußen geht, die ganz versteckt ist. Aber ist schon sehr cool. Also sowas haben wir auch noch nie gesehen. Und ich glaube, wir haben es noch gar nicht gesagt, wir sind hier in Montenegro. Und das ist halt auch direkt an der Küste dran, aber trotzdem noch so versteckt in der Bucht. Also, ja, das ist schon sehr schlau gewählt, dieser Standort hier. So, wie angekündigt, steht uns jetzt der nächste Tunnel bevor. Natürlich wieder stockfinster. Wir sind gespannt. Also ihr seht ja nichts, weil es hier nämlich auch wieder stockfinster ist. Aber das Einzige, was ihr seht, ist dann dieses kleine, der kleine Lichtblick, weil wir haben hier nämlich wieder so einen Tunnel, wie wir jetzt vorhin auch schon hatten. Also da wird wahrscheinlich wieder der Notausgang oder Versorgungszugang, was auch immer, nach draußen sein. So, ich habe es ja schon geschafft, ich bin draußen. Und wenn man es nicht wüsste, da würde man doch jetzt nicht hier erahnen, dass hier jetzt ein Eingang ist zu einem Bunker. Das haben die so klug hier alles versteckt und getarnt. Alida ist nämlich auch genau da. Man sieht sie kaum. Das ist richtig krass, wie die das hier gebaut haben. Und ja, die Lage hier ist echt top gewählt. Ich bin so gespannt, was mich dann nachher gleich erwartet, wenn ich jetzt hier unten im Wasser bin, weil man kann hier wirklich bis auf den Grund gucken, also 10 Meter tief. So krass hier. Vor allem auch hier hinten wird es dann auch dunkler. Das wird vielleicht ein bisschen gruselig dann, aber das sehen wir dann. Okay, Leute, ich bin bereit. Alida ist bereit. Also let's go! Okay, ich war jetzt hier eben ein bisschen unten im Wasser drin und ihr habt es ja gesehen, es ist relativ schwierig hier was zu sehen. Also bis zum Bunker richtig rein, da braucht man gar nicht schnorcheln, weil man sieht halt gar nichts. Also es ist halt sofort dunkel. Aber hier am Anfang war es schon ganz cool, also da waren ein paar Fische, so ein paar Seesterne und Seeigel und eigentlich ganz viele dieser LKW-Reifen, die Alida vorhin schon mal angesprochen hatte, als Anprallschutz für die U-Boote. Genau, jetzt werde ich dann auch mal wieder rausgehen, mich abtrocknen und dann geht's auch schon wieder zurück. Wir sitzen jetzt wieder im Boot und sind jetzt kurz davor, wieder zurückzufahren. Mhm. Und das war ja mal richtig geil. Also ja, so eine Lost Places hatten wir jetzt an sich auch noch nicht. Also wir haben noch nie irgendwelche U-Boot-Bunker uns angeschaut. Und vor allem halt nicht mit Kajak. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Das ist halt nochmal was ganz Besonderes, wenn man mit seinem eigenen Kajak diesen U-Boot-Bunker besichtigen kann. Also es war alles in allem echt eine runde Sache. Hat uns übelst gut gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, gebt dem Video super gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt uns natürlich auch super gerne abonnieren, wenn ihr weitere Lost Places von uns sehen wollt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.